Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer Runde Wreckfest. Wir haben die ersten zwei Karrieren abgeschlossen letztens. Ich meine, zweite letztens, ja, das schon früher. Die Regional Juniors und die National Amateurs sind erledigt. Jetzt haben wir endlich mal eine Karriere, wo nicht Amateur, Junior oder sonst irgendwas im Namen steht. Und schauen wir gleich mal, was wir da alles haben. Das erste Rennen schaut ja schon mal gut aus, 6. Punkte, 6 Rennen. Das sind 1 wäre toll, ein Wagen besitzt alle Regionen. Das wird heftig, die Folk Race Season. Erobert den alten Kontinent im Sturm. Du weißt, wie es läuft? Vollkontaktrennen auf kurvenreichen Strecken und gemischten Belegen. Also Windeln nicht vergessen. Okay. Hört sich schon mal witzig an. Das schaut schon cool aus da. Da kann ich aber noch nicht hin. Gut, fangen wir mit dem mal an. Runde 1 in der Karriere der Challengers. Mit dem der Verfahren, der ist cool. Werkstatt und so brauchen wir nicht. Der ist noch so eingestellt, glaubte ich, war da her. Viel Beschleunigung. Gute Höchstgeschwindigkeit der Kurve und alles wohl miserabel, aber. Bremsen und so runterbremsen in die ganzen Kurven. Wissen wir persönlich lieber, wenn das Ding wieder schnell beschleunigt. Das kann man nicht. Fincross Surset. Welcome to Hauptstrecke. Das ist falsch gewesen, aber naja, macht ja nichts. Okay, nur mal um Lackierung kümmern, so ein cooler Ausschau. 64 Asphalt, 36 Kies. Boah, das hast du eigentlich schon wieder. Ich meine, ist doch im guten Rahmen, weil ganz ehrlich, normalerweise sage ich mal, nur Asphalt wäre mal lieber. Besser zu steuern, klarerweise. Naja. Die Kurstrecke beginnt, wir sehen es. Nach vorne Rechtskurve, 45 Grad, dann im Kreis und dann wird es gewurschtelt. Naja. Wurschtelt mal. Vollgas! Einmal. Es wird schon sicher bald so weit kommen, dass die. Ich sag mal die. Ja, da geht's rum. Ich wollte gerade sagen, es wird schon so weit kommen, dass meine Autos vom Tuning her. Bis jetzt ist das ja Tunen gut, aber du kommst mit Geld auch durch, alles was du brauchst zum Tunen. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, es geht ja nicht aus oder sonst was. Okay. Und irgendwann wird es dann mal heißen, okay, wir brauchen da mehr Tuningteile, keine Kohle da. Dann werden wir wieder Destruction-Rennen fahren. Sag mal, was? Das gibt's ja nicht, was für Strecke. Boah! Auf die Partie. Ich muss das sagen. Viel zu spät und behindert angedriftet. Jetzt sollte ich mein Auto da irgendwie auf Kurven umbauen. Das ist wieder der gleiche von vorher. Sorry, nach wie vor verkühlt. Warum? Drücke ich die Hand an. Aber man merkt schon, dass die da jetzt um einiges stärker sind schon. Schauen. Beschleunigung ausnutzen. Pack ich den? Na. Was haben wir? Ich habe es nicht geschaut. Achter. Gut, das erste Mal. Unbekanntes Terrain. Ich glaube, es ist das Spiel ja auch nicht dafür gedacht, dass wir alles beim ersten Mal packen. Trotzdem haben wir ja noch 5 Rennen. Ach,
Halbkies, 100.000 Kurven. Also, Freude am Rennsport. Pine Hills Raceway. Ah, das ist die erste Kurve, ich habe mal nicht losgegangen. Los! Wir haben keine Zeit, wir haben 6 Runden vorne. Bleib mal da. Ich muss noch Vorrahmen in die Mitte rein. Schön. Na! Sack, Alter. Häng mich da ab. Kann ich auch. Steherkraft, aber ich bin in Panik verfallen gerade. Komm, eigentlich da vorne ist gut, weil ich jetzt nicht genau wüsste, wo die Strecke hingeht. Ich hab's jetzt schon vorher, oder? Also bin ich ja dann gleich mal, keine Ahnung. Bleib da, Hilfe! So. Die erste Stelle ist das immer schwierig. Ich kann mich nicht mehr auf die anderen ausreden, wenn ich die Kurven verhutze. Weil ich Asphalt unter mir habe, kann ich Gas geben. Schauen wir mal. Kommen wir da rum. Wunderbar. Da. Voilà. Früh in die Kurve gestochen. Ja, es wäre halt schön, eine Map auf dem Spiel wirklich zu haben irgendwo. Wo man sagen kann, okay, da kommt jetzt dann die Kurve, so à la Mario Kart, wo man sieht, wo man hinfährt, aber es wäre halt auch irgendwie so, ja, eher unrealistischer. Wunderschön. In Arm durch. Und du bist nur noch eine Sekunde hinter mir. Der macht es aber nicht viel besser als ich, der kommt immer nur auf Zehntel ran. Sehr schön, sehr schön. Und. Jawohl. Erster. Vizemeister. Zuerst auf der Strecke. Haut hin. Andere Reifen und Optik. Schön. Steppert aber. 1% Sand, das ist wichtig. Marston Motor Center. Banger Race. Jetzt ist wieder los, Banger. Der Anfang ist wirklich immer wichtig. Wenn du am Anfang durchkommst irgendwie, bis zur ersten Kurve im Bug bleibst, an denen entlang driftest, dass sich so abbremst dann, wird vor Vollgas geben. Wie schön, ich bin 23 und am Start. Ich habe nur vorher gerettet. Ich habe dann ein anderes Prinzip. Ich bin froh, dass ich nicht mehr geht. Na! Das war jetzt bitter genau in die Ecken, Alter. So ein Schatz. Wow. Okay, ich kann die Strecke wieder nicht, aber. Jetzt mal da geht's rum.
weg. Der Bot ist schon scheiß Plan, ist ein Deppert dort, ist ein Deppert dort. Bleibt Plan, ist also schießen wir her. Weil ich aber um Banger Race ist. Ziemlich viel Kaffee. Jetzt so schwer. Ja, bitte! 22. habe ich nicht verdient, oder? Man kann jeder für sich selber entscheiden. Oder 22. glaube ich nicht, dass ich verdient habe. Was mache ich da die ganze Zeit? Diese scheiß Strecken da. Echt, das ist so behinderte Strecken. Das hat Fahrer nicht mehr so lange. Das ist doch die Framerate halt ein bisschen. Das ist nicht nur das Video, das ist wirklich. Aber im Hintergrund laufen Uploads. Normalerweise stirbt das weniger, aber. Naja. Vielleicht in dem Fall jetzt doch. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Könnte ich viel nicht. Vielleicht schon wieder. Der weiß was gut im Mund. Session Ziel! Da hol ich mal ein paar. Wo ist weg? Das ist nicht so ernst, oder? Alter, do not finish. Fuck! Scheiße! Verdammte! 23. wenigstens war vor mir ein anderer Hit. Scheiße, ey! Echt! Ist doch zum Kotzen! Ich glaube fast, dass ich auf die Strecken für die Kurvenlage ein bisschen Beschleunigung oder ein bisschen Höchstgeschwindigkeit noch auffahren könnte, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn wir nachher anschauen. Weil so eine hohe Geschwindigkeit erreiche ich da eh nicht. Die habe ich halt. Neues Rennen, neues Glück. Wo ist es mal erwähnt? Komm. Und dann bleibe ich innen. Da rutscht mich an die ran. Verloren. Strecke kann ich glaube ich. Bin ich schon mal gefahren. Ja, ist schon wieder. Da wollte aber nicht fahren will. Ja, könnte. Das hat sich jetzt derbe dazu gebracht, weil. Schön blockieren. Na. Das war klar. Langsam rum, lieber langsam um die Strecke bleiben. Vielleicht wieder zu langsam. Nochmal, normalerweise komme ich da nie rein. Das trifft sich dann gerade so im Zufall immer genau hin. Ach, der da. So gut. Drei Sekunden. Wenn ich da jetzt keinen Scheiß brauche irgendwo. Kurve runter vom Gas, runter vom Gas. Runter, runter. Und Gas. Jetzt fahren wir mal die normale. Die tue ich mir gleich leichter.
Oder schwanger. Alter. Ja! Das kann aber nicht viel gewesen sein, wenn links oben schon gestanden ist, das ist nächste Echo. Boah! Wie viel bin ich davon? 600stel. Ja, leck mich doch. Okay. Ich glaube, das war so ziemlich das Knappste, was ich bis jetzt je gewonnen habe. Mit Vorsprung. Ja, Asphalt, Kies, Sand ist ja jetzt nichts Neues. Also kann ich in der Werkstatt ein bisschen mal kurz rumschrauben können. Nur mal kurz, ich habe die Höchstgeschwindigkeit, die Beschleunigung ein bisschen runtergeben. Das ist ein bisschen Waffel. Das wollen wir uns nicht. Nope. 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 Scheiße, man sieht richtig, dass ich ein richtiger Mechaniker bin, ja. Ich kenne mich aus, wie immer. Ich schaue überhaupt nicht nur auf irgendwelche Zahlen oder so. Ich glaube nämlich auch fast, dass das unter Panzer und mehr Beschleunigung. Das ist dann schon eine andere Klasse. Geht ja die B-Klasse. Schon A-Klasse. Panzer. Mit der Stärke, ja, ist die Kugel schön. Die Stärke habe ich jetzt beim Kugelverhalten, wenn wir die Werkung schneller. Aber das beeinflusst es eigentlich schon, aber als da. In die Richtung, wo ich es eigentlich erhofft habe. Nee, also braucht das Feuer auf keinen Fall. Lassen wir es mal so. Dann müssen wir zum Tunnel hingehen. Was machen wir da? Mehrkurven verhalten, das müssen wir schön. Geht da was anderes eigentlich auch um, Mario? Nee. Dann nehmen wir das. Bremsball aus, ist mir echt wurscht. Hier hin. Probieren wir es mal so. Ob ich die Federung steif. Ja, lass uns mal. Sind wir echt gut dabei. Stärke ist ein bisschen komisch. Das fällt mir gerade. Start mein Tag. Blöde ist halt mitten im Ding drinnen. Mitten in diesem ganzen Rennen. Jetzt umschrauben. Ich kann mich von einem aufs andere Rennen komplett umstellen. Wahrscheinlich meistens rennen. Hoffentlich nicht so dramatisch aussieht. Um ein bisschen besser um die Kurven wäre schon cool. Schau mal. Jetzt haben wir gleich kolossalen Scheiß am Bauen wahrscheinlich. Ja, und dann noch eine Kartkurve. Innen bleiben. Mit den anderen mit dem Pult. Über einen Dreh, meine ich. Ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht einmal zerstört, weil ich dort vorbeikommen bin in ein paar. Das ist jetzt eine Katastrophe, alle, wirklich. Ich versuche da mal irgendwie nicht alle gleich in die Nirvana zu ballern und da irgendwie durchzukommen und die knallen da eigentlich voll rein. Vollkommen wurscht. Aber irgendwie lenkt das sich besser. Das ist echt da. Boah, das. Also. Ich würde jetzt sagen, das war Können, aber. Das. Ich glaube, das ist sowieso keiner. Also, ehrlich, der lenkt sich wirklich besser. Was das Bremsen. Das hat was gebracht. Okay, so viel zu dem Thema. Denkst du, bei der Kurve schon weit ausgeholt. Ist gut ist oder nicht? Ja. Jetzt geht's dahin. Der Typ, was noch hinter mir ist, ist zwar hinter mir, aber jetzt auch nicht so Kilometer, aber ich komme dem näher, wenn ich das irgendwo mal einen Scheiß reinbaue wieder.
zum Beispiel jetzt da. Fuck, ich habe mir gedacht, wenn ich den Rahmen komme, ich vorbei. Dann bremst es mich, aber ich habe leider verfehlt. Und den Draht wenigstens auch schon hier. Nein! Das wird zum Beschleunigen alle nicht mehr ausgehen, glaube ich. Nein, jetzt bin ich schon da. Naja. Das Wetter! Gefällt mir aber. Hat sich nämlich schon. Also. Subjektiv gefühlt. Hat sich das schon ausgewirkt. Ja. Wenn da nicht dieser eine Rennen wieder mit 23. gewesen wäre, was mich so weit hinterher haut, wäre das jetzt gar nicht so mies. Ja, 316 Punkte von 600, das ist da Weltklasse. Aber wenn ich da bei dem auch nicht so versagt hätte, so unnötig, wäre man sicher weiter. Naja, wenn wir um die 400 kommen, wenn das wäre, nehme ich das erste Rennen mal als abgeschlossen hin, weil ich denke mal, das ist schon okay dann. Also. Das passt. Northland Raceway. Mehr Kies als Asphalt, genau das, was ich liebe. Absolut leibend. Vollgas, ab ins letzte Rennen. Bring das aber mal rein. So garantiert halt ist. Letzter muss ich dem Danke sagen, weil da wäre ich im Leben nicht rumgekommen. Ich hab jetzt vergessen, dass das die Haarnadel ist. Ne? Ich sehe da irgendwie nicht, wo die Kurven hingehen. Das ist vielleicht schon sehr fies von den Bordern. Ich weiß nicht, ich irgendwann ist der Typ, der da am Rand steht, Geschichte. Vor allem drei Kilo in der Kurve ist sehr gut. Ehrlich gesagt, wäre ich mit zweiter schon zufrieden, aber scheiße, die 180 Grad Kurve, aber da ich eher noch ehrgeizig bin, ist es nicht eigentlich. Wenn es da richtig werden könnte wieder. Toll. Negativ am ersten. Ich weiß, wo die Strecke hingeht, wenn es bergauf geht. Nein, weiß ich nicht. Der will mich verarschen, oder? Ich muss halt jetzt so deppert reinstecken, sonst kriege ich ein Penalty. Wenn ich die Runde als Runde nicht beendet, wenn ich da jetzt quer durch die Bank weiterfahre. Das war jetzt etwas fies für mich. Andere Natur teilweise so stark, aber in der langen Form, wo es eh ausgeht. Gleich jetzt mal, da kommt schon die Dreck rein. So. Eine habe ich noch. Und den uns senken zu gehen. Fangen wir damit gleich an. Jawohl! Voll Bremsung. Gut, nächstes die Haarnadel jetzt überlebt. Also Haarnadel. Das ist ja nicht direkt eher nur eine 180 Grad Wendung, eine kleine. Geil. Aber zeig.
Aber also jetzt kann man ein bisschen mehr am Gas bleiben. Runter, Gas. Voll, voll, voll. Weiter. Gummi. Jetzt kommt meine Kurve, wo ich eigentlich gut rumkomme immer. Verschrien. War klar. Da ist auch anscheinend immer recht weit hinten. Wie es ausschaut. Runter vom Gas alleine. Ja, voll Gas. Das hat sich die Beschleunigung wieder aus. Dass ich doch nicht so runterdreht habe. Wie ich es ursprünglich mal gedacht habe, mache ich doch. Jetzt muss ich am Männer kommt blocken. Ja! Erster! So cool. Boah. 13. Und? Haben wir's! Werden es nicht. Rekordplatzierung wird es im Gesamt nicht werden, aber. Wir haben doch einiges noch hinbracht. Nach dem 23. Platz hätte ich mir gedacht, das wird desaströs alles, aber doch nicht. 416 Punkte. Endposition. Erster. Sehr schön. Gut. Anstrengend. Oh nein. Das ist wieder ein Bus. Ah, der andere Videos gesehen hat von dem Bus. Weiß, was ich meine. Okay, machen wir nächstes Mal. Wir sehen uns dann wieder. Wenn es euch gefallen hat, schaut rein. Wir rocken das weiter durch. Und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Macht es gut und ciao.